Herzlich willkommen, die Klimaaktivistin der letzten Generation, Aimé van Baalen, und der CSU-Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, so heißt das, Markus Blume. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, grüß dich. Herr Blume, waren Sie schon mal auf einer Demonstration als Teilnehmer? Also es gehört jetzt, glaube ich, nicht zum Regelfall der politischen Sozialisation, aber ich kann mich in der Tat erinnern, vor einigen Jahren an der Seite der Kultur marschiert. Ich glaube, es ging um Gebührensätze der GEMA oder sowas, aber das war ein ziemlich singuläres Ereignis. Ja. Kommt auf die Partei an, manche gehören. Normalerweise bin ich eher auf der Seite derjenigen, die für etwas sind. Ja. Frau van Baalen, Sie haben sich entschlossen, nachdem Sie bei Fridays for Future waren und ich glaube auch bei Extinction Rebellion, jetzt eben bei der letzten Generation zu sein. Was war ausschlaggebend zu sagen, ich klebe mich jetzt auf die Straßen? Es fühlt sich einfach der Drastik entsprechend an. Also ich habe gesehen, dass eben bei Fridays for Future 1 Million Menschen auf der Straße sein konnten und dennoch diese Maßnahmen, die es eigentlich dringend braucht, nicht umgesetzt wurden. Dann bin ich zu Extinction Rebellion gegangen und habe aber gemerkt, dass einfach diese eine Woche Protest, glaube ich, nicht im Vergleich zu diesem riesigen Unglück und Unheil, das da auf uns wartet, für mich stand. Und deswegen habe ich mich entschieden, wirklich jetzt dauerhaft meine Energie quasi in den Protest zu stecken und zu versuchen, Politik da auch zu adressieren und zu sagen, wir müssen jetzt dringend handeln. Riesiges Unglück. Können Sie genauer sagen, was eigentlich das Unglück ist, das Sie da meinen? Also in allererster Linie habe ich ganz doll Angst um die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die Menschen, die ich liebe, weil wir eben auf Dürren zusteuern. Wir steuern auf Ernteausfälle zu, auf Wasserverlust, das heißt nicht genügend Trinkwasser, und auf alleine 700 Millionen Menschen, die in den nächsten 7 Jahren fliehen müssen. Und da kann man sich vorstellen, zu was für Auseinandersetzungen das führen wird, zu Straßenkämpfen, im schlimmsten Fall zu Kriegen. Herr Blume, Sie sind eben in Bayern Minister für Kunst, eben Museen gehören dazu. Das sind die Aktionen, über die wir reden, die Ihren Fachbereich sozusagen betreffen. Da sehen wir heute gerade, es passiert in Wien. Das ist ein Gemälde von Klimt. Das ist vermutlich Öl, so ganz genau weiß ich es noch nicht. Kartoffelbrei haben wir in Potsdam gesehen, das war Monet. Und es gab auch in München eine Aktion, in vielen Städten, aber eben auch in München, in der Neuen Pinakothek, ein Rubens-Gemälde. Da sieht man, dass die Münchner Demonstranten sehr vorsichtig sind. Aber wenn Sie das so sehen, können Sie uns sagen, ob dabei Schäden entstehen? Jetzt ganz speziell in diesem Fall in der Neuen Pinakothek. Ist da ein Schaden entstanden? Da ist tatsächlich ein Schaden entstanden, nicht am Gemälde selbst, sondern an dem Rahmen, der allerdings auch von kulturhistorischer Bedeutung ist. Man muss dazu sagen, dieses Gemälde war nicht von Glas geschützt. Andere Gemälde sind zum Teil von Glas geschützt. Das ist aber definitiv nicht der Regelfall. Und unterm Strich ist doch das Problem dieses. Auf der einen Seite steht ein vermeintlich hehres Ziel, Klimaschutz. In der Allgemeinheit ohne Zweifel absolut eine der ganz großen Aufgaben unserer Zeit. Und auf der anderen Seite steht die Wahl der Mittel. Und ich muss ganz deutlich sagen, wer Kunstwerke beschädigt, vielleicht sogar zerstört, wer Menschen auch in Gefahr bringt, der kann sich nicht Klimaschützer nennen, sondern der ist am Ende des Tages eher ein Klimaradikaler und muss sich fragen lassen, ob das Maß an Verantwortung, was er von anderen erwartet, nämlich Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, ob er dieses Maß an Verantwortung überhaupt auch selbst für sein eigenes Tun aufbringt. Mal bei den Kunstwerken angefangen. Also nehmen Sie in Kauf, dass Kunstwerke von diesem Menschheitsgewicht zerstört werden? Absolut nicht. Wir schauen uns die Kunstwerke vorher immer ganz genau an. Wir prüfen, ob da eine Glasscheibe davor ist. Wir gehen nicht wahllos los und wollen irgendetwas zerstören. Genau, das heißt, wir schauen wirklich, dass dort nichts zu Schaden kommt. Und gerade bei den Rahmen begleichen wir den Schaden dann eben auch. Finanziell? Ja. Wer zahlt das? Das zahlt die Einzelperson dann letztendlich, die dort eben an dem Protest beteiligt war. Hätten Sie so viel Geld, dass Sie so ein Kunstwerk dann entschädigen können? Also das ist natürlich keine Sache von heute auf morgen, sondern das ist dann ein langfristiger Prozess. Aber prinzipiell machen wir das eben, weil wir sehen, dass niemand Verantwortung für das Klima übernimmt. Niemand übernimmt die Verantwortung. Und dieser Protest zeigt ja auch ganz klar, dass wir eigentlich eine riesige Angst davor haben, dass Dinge zerstört werden. Dass wir eine riesige Angst davor haben, dass Dinge brach liegen. Mhm. Und diese Angst müssten wir doch eigentlich jeden Tag auch zur Äußerung bringen, wenn es ums Klima geht. Weil letztendlich wird niemand sich diesen Monet anschauen, niemand wird den Van Gogh anschauen,
in einer zertrümmerten Demokratie, in einer zertrümmerten Gesellschaft. Klingt so eine Klima-RAF, denn das ist ja das, wie die CSU es jetzt durch Herrn Dobrindt jetzt einmal genannt hat, die Gefahr jedenfalls gesagt, es könnte dazu kommen, dass das so wird? Naja, hier ist jetzt gerade die Apokalypse gemalt worden und im Grunde auch ein bisschen die demokratische Apokalypse. Und deswegen ist ja der Hinweis zumindest so entscheidend darauf, was da gerade passiert. Ich habe das sehr ernst genommen, was Fridays for Future nicht nur uns in Deutschland, sondern global auf die Agenda geschrieben hat. Das war die Phase, als meine eigenen Kinder mich gefragt haben, macht ihr eigentlich genug für den Klimaschutz? Wie alt sind die Kinder? Die sind damals 9 und 12 gewesen, jetzt entsprechend älter. Die könnten sich also auch festkleben an der Straße. Die Gefahr sehe ich jetzt tatsächlich aktuell nicht. Aber was ich sagen will ist, da hat doch ein Umdenken stattgefunden. Klimaschutz steht mit gutem Recht heute so groß auf der nationalen und auch auf der globalen Agenda. Und natürlich gibt es jetzt Sorge, dass der Klimaschutz pausiert oder pausieren musste wegen Corona und jetzt anderer Großkrisen. Aber herzugehen und zu sagen, mein Ziel ist so bedeutsam, dass ich mich über den Rechtsstaat, über die Demokratie erhebe und einen außergesetzlichen Notstand reklamiere. So hat es bei anderen Bewegungen, die sich radikalisiert auch haben, auch angefangen. Und als nächstes kommt die Sachbeschädigung. Und das ist das, was wir sehen. Kunstwerke, auch massiver Hausfriedensbruch in der BMW-Welt beispielsweise, wo mit großer Sachschaden angerichtet wurde. Solche Dinge werden nie durch das Ziel geheilt. Aber Klima-RAF, darauf haben Sie nicht geantwortet. Wäre das Ihr Begriff? Das ist der Hinweis darauf, dass hier Radikalisierung stattfindet. Und jetzt, die am Ende dann dazu führen kann, dass junge Menschen in den Untergrund gehen, sich mit Maschinenpistolen bewaffnen, gezielte Anschläge, Terroranschläge und Ermordungen durchführen? Das wünscht sich doch keiner und das will auch keiner. Und ich hoffe auch nicht, dass es dazu kommt. Aber Sie sehen die Gefahr auch. Aber faktisch ist es doch so, dass wir jetzt inzwischen schon wieder nicht über das eigentliche Problem reden, dass ein anfänglich aus meiner Sicht wirklich berechtigter Hinweis einer großen Gruppe von klimabewegten Schülerinnen und Schülern, insbesondere am Anfang, dass das in manchen Bereichen umschlägt in eine Radikalisierung, die glaubt, dass für sie die Prinzipien des Rechtsstaats und unserer Demokratie nicht mehr ausreichen und deswegen erlauben, dass man sich darüber hinwegsetzt. Darüber müssen wir reden, Frau van Baalen. Also der Vorwurf, dass Sie in Kauf nehmen, zumindest, dass jemand zu Schade kommt, der wird ja gerade bei den Blockaden erhoben auf der Straße. Nehmen Sie das in Kauf, dass Menschen zu Schaden kommen? Definitiv nicht. Wir lassen immer und ausnahmslos eine Rettungsgasse, damit die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleistet ist. Das bedeutet auch, wenn ein Krankenwagen durch muss, dann lassen wir die Autos abfließen und dann lassen wir diesen Krankenwagen oder das Blaulicht in welcher Weise auch immer durch. Klappt nicht immer, das muss man sagen. In Berlin gibt es mittlerweile dokumentiert, ich glaube 13 bis 17 Fälle, wo eben dann auch die Einsatzleitung sagt, wir sind zu spät gekommen und einer davon ist besonders tragisch ausgegangen. Das war der Tod einer Radfahrerin. Sie ist unter einem Betonmischer gekommen, ist also überfahren worden und es gab ein Einsatzfahrzeug, das dahin wollte. Es ist in einem Stau geraten, der durch die Blockierer ausgelöst worden ist in der Berliner Autobahn und es gibt mittlerweile einen Abschlussbericht der Feuerwehr und die sagen ganz eindeutig, durch das rechtzeitige Eintreffen des Rüstwagens hätten sich den Verantwortlichen vor Ort weitere Handlungsoptionen geboten. Das Verfahren, das Rollen des LKWs ist keinem vorliegende Rettungstaktik. Aber es wurde eben mangels vorhandener Alternativen gewählt. Hierbei ließ sich eine Gefährdung von Patienten und Einsatzkräften nicht vollständig ausschließen. Also tragen Sie eine Mitverantwortung. Wobei man sagen muss, daran, dass hier einfach Aussage gegen Aussage steht. Die Feuerwehr sagt dies, die Notfallärztin hingegen sagt, dass es komplett irrelevant war, ob dieses Fahrzeug dort ist oder nicht. Und es ist Fakt, dass wir an diesem Tag auf den Schilderbrücken waren. Das bedeutet, wir haben vorher die Polizei angerufen, wir haben gesagt, wir gehen auf diese Brücke und ab dann hat die Polizei den Verkehr geregelt. Mhm. Es ist unglaublich schlimm, wenn Menschen verletzt werden im Straßenverkehr oder sogar zu Tode kommen. Und wir gehen ja auf die Straße, damit Menschen heute und morgen sicher sind. Und vor allem gibt es eben auch 1400 Staus jeden Tag. In dieser Zeit, in diesen letzten 2 Wochen, ist wieder ein Radfahrer gestorben, weil unser Straßenverkehr schlecht geregelt ist, weil eben Menschen keine Rettungsgasse bilden, weil Baustellen dort sind, weil zu viele Autos auf den Straßen sind. Das sind alles Themen, da würde ich mir wünschen, dass wir auch darüber sprechen. Dann reden wir erst einmal darüber, Herr Blume. Es gibt
Einsatzleiter, die sagen, wir stehen ständig im Stau, wir kommen permanent zu spät. Also, wo ist der Punkt der verkehrten Verkehrspolitik, der verkorksten Verkehrspolitik, die Unfälle eben passieren lässt und dann eben auch die Rettung häufig genug auch behindert? Naja, also ich glaube, das ist eine Verkehrung der Verhältnisse. Also wir reden gerade von Eingriffen in den Straßenverkehr. Wir haben in der Vergangenheit bei den IAA-Protesten in München auch gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gesehen. Und wir reden von dem Normalfall, dass es natürlich auch Stau geben kann. Und auf der einen Seite ist etwas mutwillig herbeigeführt und auf der anderen Seite passiert es eben. Und da will ich noch mal ganz, deutlich sagen, natürlich müssen wir in Deutschland den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen, müssen mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Alles richtig. Und wenn Sie an der Stelle sagen, es muss schneller gehen, bin ich dabei. Und wir müssen mehr Geld dafür einsetzen. Aber noch mal, das rechtfertigt nicht, dass man andere Menschen nötigt, dass man sich auf der Straße festklebt, dass man auch Menschenleben gefährdet. Das ist ungefähr so wie, also wenn ich den Vergleich vielleicht ziehen darf, der Klimaschützer, der sich festklebt, hat mit dem Anliegen des Klimaschutzes ungefähr so viel zu tun wie ein Hooligan mit Fußball. Im Grunde gar nichts. Frau van Baalen. Ja. Also erst einmal ist es natürlich so, dass das Tempolimit, das eigentlich schon lange da sein müsste, das total demokratisch legitimiert ist, die Mehrheit steht dahinter, dass das dazu führen würde, dass eben weniger Verkehrsunfälle auch passieren, dass es eben nicht herbeigeführt wird, was Sie gerade eben kritisiert haben. Und es macht für mich keinen Sinn, warum es das nicht gibt. Und ich möchte auch gerne noch mal auf den Protest zu sprechen kommen. Es ist so, dass ziviler Widerstand dazu geführt hat, dass wir viele der Rechte, die wir heute haben, genießen können. Dass zum Beispiel Frau Maischberger und ich wählen gehen dürfen. Dass die Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß da ist. Das ist alles durch zivilen Widerstand gekommen. Und Sie brechen gerade geltendes Recht. Sie brechen das Grundrecht, Artikel 20a, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden müssen. Sie brechen das Pariser Abkommen. Und wir haben alle anderen legalen Mittel ausgeschöpft. Das ist das effektive Mittel, das uns jetzt noch bleibt. Sie wollten über Klimaschutz reden? Na, ich will sagen, also das Grundgesetz, dass jetzt hier keine Legendenbildung entsteht, das Grundgesetz kennt keinen zivilen Ungehorsam. Und wir können froh sein, dass wir eine. Sagt, dass die Lebensgrundlagen geschützt werden müssen. Das haben Sie gerade gesagt. Artikel 20a Bewahrung sagt, der Schöpfung, dass das geschützt werden Bewahrung der Schöpfung ist ein Elementargut und das fordert jeden von uns. Und von der Verantwortung kann sich keiner freimachen. Aber es rechtfertigt umgekehrt auch nicht den Einsatz aller denkbaren Mittel und es rechtfertigt auch nicht, sich über unsere Demokratie, die demokratischen Verfahren und den Rechtsstaat hinwegzusetzen. Ich bin bereit, mit Ihnen eine leidenschaftliche Sachdebatte zu führen, was wir beim Klimaschutz tun müssen, über Verkehrspolitik, über Energieeffizienzpolitik, über was auch immer. Wir können auch darüber reden, ob es nicht sinnvoll wäre, die Kernkraft in Deutschland vorübergehend zu verlängern. Das ist immer der und wenn Sie sich auf mittlere Sicht an Kohlekraftwerken festketten oder festkleben, würde ich sogar noch verstehen, aber doch nicht an Kunstwerken. Vorhin hat es ja Winfried Kretschmann auf den Punkt gemacht, es ist völlig sachfremd. Ich möchte einmal mit ein paar Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass wir einmal noch mal das Anliegen ernst nehmen, bevor wir wieder auf die Protestform zurückkommen. Letzte Generation, deshalb, weil diese letzte Generation die Dinge noch drehen kann. Was denn, Sie sind ja Wissenschaftsminister, Herr Blume, was denn, wenn das stimmt, dass es jetzt sozusagen Kipppunkte gibt, die nur noch diese letzte Generation ändern kann? Nehmen Sie das ernst? Ich nehme das ernst, weil wir es auch gar nicht ausschließen können. Wenn eine Geschichte wie das Klima eine so wackelige Angelegenheit ist, dann sollte man nicht alles aufs Spiel setzen. Und deswegen sind wir wirklich gefordert, heute anzufangen. Am besten schon gestern, da ist manches nicht geschehen. Aber Sie sehen ja, die Klimakonferenz in Ägypten geht zu Ende, ohne dass da irgendetwas passiert oder verabredet wird. Deutschland ist gerade in diesem Klima-Ranking ein paar Plätze runtergerutscht, weil man sagt, die Ziele, die man sich selber gesteckt hat, werden nicht erreicht. Also nochmal wirklich auf die Debatte. Wenn das jetzt die letzte Generation, auch Ihre dann wäre, die Dinge drehen können, tun Sie dann genug? Ich weiß nicht, ob wir genug tun, das wird vielleicht auch erst die Geschichte zeigen, aber wir sollten jeden Tag auch in den Spiegel schauen können und vielleicht nicht nur theoretisieren, sondern auch wirklich in die Praxis gehen. Ich war letzte Woche gerade an einer Universität in Bayern, in Erlangen, bei einer Diskussion und dann ist es plötzlich sehr konkret geworden beim Klimaschutz. Da hat keiner blockiert oder sich irgendwo festgeklebt, sondern da war der Wunsch, wie kriegen wir die Photovoltaik schneller aufs Dach? Und wir haben Wege gefunden, wir haben jetzt das Geld auch bereitgestellt und es wird kommen. Also, ich habe das Gefühl, gerade diese Bewegung und jetzt auch der radikale Teil, Weltmeister im Theoretisieren und den Bürgern vorzuschreiben, was sie tun sollten. Aber da, wo es konkret wird, da ist dann die große Leerstelle. Mhm.
Also ich schreibe nicht den Bürgern vor, was sie tun sollten. Ich finde es falsch, dass wir das immer auf den Einzelnen abwälzen. Ich möchte, dass die Politik endlich nach dem handelt, was sie uns versprochen hat. Nach dem Pariser Abkommen 2021 haben wir wieder unsere Klimaziele verfehlt. Wir sehen, dass Welten zwischen dem, was der Weltklimabericht sagt, was wir eigentlich tun müssten, und dem, was tatsächlich getan wird, liegt. Und das ist doch kein Erkenntnisproblem. Das Problem ist, dass es nicht umgesetzt wird. Und was soll ich als junge Frau anderes tun, als dann in den Protest zu gehen? Ich habe Petitionen unterschrieben. Ich habe an die Politik appelliert, jahrelang. Und das haben auch schon Menschen vor mir 30 Jahre lang getan. Und das ist eben, was mir jetzt noch bleibt. Der zivile Widerstand, der in der Geschichte einfach sehr gut geschafft hat, Themen schnell voranzutreiben. Wie weit? Und jetzt ist der Punkt. Politik besteht nicht nur aus einem Thema. Es ist jeden Tag die Kunst des Abwägens zwischen unterschiedlichsten Zielsetzungen. Und jetzt will ich mal ein Thema noch kurz in die Debatte einführen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt völlig krisenfrei gerade aus diesem Jahr 2022 rausgehen und ins Jahr 2023 reingehen. Die Industrie klagt gerade massiv, weil sie nicht wissen, wie sie unter diesen schwierigen Bedingungen der Energiekrise in Zukunft wettbewerbsfähig produzieren sollen, wie sie die Anforderungen an ökologische Transformation hinbringen sollen, gleichzeitig mit der Erwartung, die Arbeitsplätze alle in Zukunft zu sichern. Und da sage ich ganz deutlich, Deindustrialisierung kann ja kein Weg für Deutschland sein. Also kann es auch nie so sein, dass man nur ein Ziel verfolgt, sondern wirklich diese große Aufgabe dieser Transformation annimmt. Aber es so macht bitte, dass es sozial abgefedert, ausgewogen ist und wir am Ende auch noch über den Wohlstand von morgen nachdenken können, der am Ende das auch alles finanzieren kann, was vom Klimaschutz erwartet wird. Nehmen Sie das ernst? Definitiv. Ja. Also für mich ist Klimaschutz ist soziale Gerechtigkeit. Klimaschutz geht nur mit sozialer Gerechtigkeit. Das auf jeden Fall. Es kann nicht weiter sein, dass Menschen dreimal im Jahr mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend fahren und andere Menschen ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Und vor allem sehen wir aber eben auch, dass diese soziale Gerechtigkeit sehr schrumpfen wird, wenn die Klimakrise steigt. Frau von Baalen, wenn Sie da treffen mit Ihren Blockaden, und das zeigen die vielen Filme, die Sie dazu ja auch ins Netz stellen, und das ist der Teil, den ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte, sind ja die Menschen, die dann morgens zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit sind. Sie erfahren sehr viel Wut auf den Straßen, wie wir sehen können. Das ist, hier ist Berlin. Sie blockieren Menschen, die morgens zur Arbeit müssen. Sie blockieren Menschen, die zum Arzt müssen. Sie kriegen ziemlich harte Reaktionen, auch gewaltsame Reaktionen. Sie erfahren sehr viel Wut. Und was auch stimmt, ist, dass eben mittlerweile festgestellt ist, dass diese Form des Protestes selbst bei denen, die die Inhalte teilen, überhaupt nicht ankommt. Also 85-86% sprechen sich in Umfragen gegen die Art des Protestes aus, weil sie eben alle trifft und auch die, die im Zweifel ihrer Meinung wären. Wann kommt der Punkt, an dem Herr Kretschmann, der vorher hier saß, recht hat und sagt, also das ist komplett kontraproduktiv, Sie schaden dem Anliegen? Also das zeigt einfach keine Studie. Im Gegenteil, die Studien zeigen ganz klar, dass das Thema dadurch mehr in die Medien gerät. Es kann doch keine Studien geben über eine so kurzfristige Protestform. Doch, es gibt über Just Stop Oil in England, die sehr ähnlich aufgebaut sind wie wir, okay, gibt es eine Studie, die eben darlegt, also das ist eine repräsentative Umfrage, dass Menschen mehr über den Klimaschutz sprechen als vorher durch Just die Proteste. Just Stop Oil haben sich da die Menschen auf die Straße gesetzt, ja, und haben blockiert den, genau, Berufsverkehr und all das, was, ja, sie jetzt tun. Und das hat dann die Wirkung gehabt, dass die Menschen dann gesagt haben, das ist unser Anliegen. Sie sprechen mehr darüber als vorher, okay, weil es natürlich in den Themen ist, weil man in den Diskurs kommt. Sie haben häufiger ihre Politiker vor Ort kontaktiert und die angesprochen auf die Forderungen. Und sie haben generell mehr die Drastik der Klimakrise verstanden. Okay. Wie weit sind Sie bereit zu gehen? Denn das ist etwas, was noch zu dem Verkehrsunfall in Berlin gehört. Es gab kurz danach einen Tweet von einem Ihrer Aktivisten. Er hat es danach gelöscht und er hat sich dafür entschuldigt. Aber trotzdem muss man fragen, wie weit, welche Kollateralschäden wollen Sie aufnehmen? Da muss ich ganz kurz Trotzdem, damit die alle Menschen mitreden können. Der hat getwittert, Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Rüstwagen, der den LKW anheben sollte, kam wegen Blockaden zu spät zur Unfallstelle. Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln, und shit happens. Er hat sich entschuldigt. Er hat es zurückgenommen, weil er auch nicht wusste, dass die junge Frau dass sie wirklich diesen Kampf um Leben und Tod auch verloren hat. Und dennoch war das seine erste Reaktion. Deshalb trotzdem die Frage, wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie eben diese Aktionen weiterführen, koste es, was es wolle?
Also erstmal, Tazio Müller ist nicht bei uns aktiv. Er ist nicht Teil der letzten Generation. Er spricht hier für sich und nicht für die Bewegung. Okay. Und ist auch nie bei einem Protest beteiligt gewesen. Ja. Wir gehen niemals über die Grenze der Gewalt. Wir haben einen Wertekodex, der ist festgeschrieben auf unserer Webseite auch. Und es ist ganz klar, dass jeder, der sich an dem Protest beteiligt, niemals diese Grenze überschreiten wird. Wir versuchen auch immer respektvoll in unserem Umgang zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass Protest nur funktioniert, wenn er auch eine gewisse Reibung hervorruft und dass er nur funktioniert, wenn er in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Auch wenn es dazu kommen kann, dass jemand zu Tode kommt. Definitiv nein. Wir lassen für alle, wie gesagt, die höchsten Sicherheitsmaßnahmen. Wir sind immer im Kontakt mit der Polizei. Wir sagen vorher Bescheid. Wir lassen die Rettungsgasse. Und wir versuchen alles und setzen das jedes Mal um, dass niemand zu Schaden kommt. Herr Blume, haben Sie das Gefühl, das wird eingehalten, was Frau van Baalen hier sagt? Mich fröstelt ehrlich gesagt ein bisschen, denn was Sie gerade gesagt haben, ist: Wir haben unseren eigenen Wertekodex. Also man könnte auch sagen, wir haben Recht und Gesetz in Deutschland. Das sind für uns die Spielregeln. Aber Sie sagen, nee, wir haben da irgendwie was Eigenes. Ich kenne das nicht wirklich. Ganz kurz, dieser Wertekodex ist sehr ähnlich zum Beispiel auch zu dem Wertekodex der Kirche, die sich mit uns solidarisiert hat. Nicht alle Teile der Kirche. Die evangelische EKD-Ratsvorsitzende hat es getan und hat Widerspruch auch bekommen von anderen Teilen. Gut, ich merke... Ich habe noch keine Kirchenoberin gesehen, die sich irgendwo festkleben oder Straßen blockieren. Wäre auch ein interessantes Thema. Aber, tatsächlich, Ich will tatsächlich noch mal sagen, diese Idee, dass für mich der verabredete und verabschiedete Regelkonsens nicht gilt, sondern ich so mein eigenes Regeluniversum habe, das ist der Einstieg in diese Radikalisierung, die uns Sorgen machen muss. Gut, wir vertiefen das morgen. Morgen ist zu Gast die Schwester der tödlich verunglückten Radfahrerin, jemand, der für Klima kämpft. Da reden wir dann weiter mit Anja Uhmann und danken heute für die Diskussion. Aimé van Baalen, vielen Dank. Und Markus Blume, vielen Dank.